Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther zum 7. Teil Bioshock Infinite. Dramaturgie war im 6. Teil, also im letzten, richtig starke Bilder und viele Kämpfe mal wieder. Ich habe auch meine Lieblingswaffe mal wieder gefunden, und zwar die Railgun. Und Raketenwerfer habe ich ja vorher schon gehabt, aber die Railgun, mein lieber Herr Gesangsverein, die rotzt mal richtig raus. Das macht richtig Spaß, mit ihr umzugehen. Aber das Problem bei der Waffe ist, man kann sie nicht so einfach nachladen. Also Munition dafür findet man nicht so einfach. Dann haben wir diesen Schock-Jockey gefunden. Also das ist auch wieder eine neue Kraft. Und dieser nette Herr, der ja auch irgendwie gegen uns gekämpft hat, den werden wir jetzt erleichtern, und zwar um sein Leben, denn das möchte er ja gerne irgendwie. Und ja, dadurch bekommen wir dann diese neue Kraft, die ja irgendwie, ja, so sagen wir mal, Strom beinhaltet. Damit kann ich halt Gegner stromatisieren, sagen wir mal. Und man kann aber auch Geräte damit wieder unter Strom setzen, wenn man das Strom nennen kann. Das Ganze sieht denn so aus. Schöne blaue Blitze. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem nächsten Teil. Dann wollen wir mal die Tür öffnen. So, dann schauen wir mal. Was schöne Gemälde. Cornelius Slade. Der Mann war schon immer halb nah, halb Held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Und ich glaube, den Spruch hatten wir schon mal. Wenn ich mich nicht irre. Aber, naja. Moskito. In Ordnung. Was macht das jetzt mit uns? Ah, Opa. Präzisionsgewehr. Elizabeth. Schon dabei. Den sehen wir von hier nicht, deswegen gehen wir mal ein Stückchen rüber. Da. Was? Noch einer? Da ist einer. Wo ist er denn? Da. Das war's. Na dann. Die Waffe gefällt mir einfach besser. Ups, hier sind wir verkehrt. Was haben wir denn hier? Nix. Gucken wir nochmal hier oben. Was? Gedrückt halten, um? Schrotflinte? Nee. Schrotflinte? Nee, wollen wir nicht haben. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Schokoriegel doch immer. Portemonnaie nehmen wir. Na denn. Wo müssen wir denn jetzt hin?
Da ist nix. Ihr habt mir mal geschrieben, dass hier irgendwie bei der Statue Geld liegt. Aber ich finde jetzt nichts. Dann müsste das eventuell hier sein, wa? Auch nicht. Nee. Hier ist noch eine. Aber ich finde jetzt nichts. Salze. Will auch nichts dabei. Na dann. Hüp, zurück. Ah, da müssen wir hin. Aha. Wir müssen nach da unten, aber das geht so nicht. Müssen wir auf die andere Seite. Gottchen, wo müssen wir denn nur hin? Hier. Aha, jetzt. Alle, hüpp! Umbumst dich! Was ist der andere? Ja. Stirb, du Elendiger! Was? Los! Wie er da hoch marschiert. Reibt ihn aus seiner Deckung! Weg! Geht doch! Sind alle weg? Ja. Die Railgun kann ich nicht nehmen. Müssen wir jetzt lang? Wieder zurück? Gehen wir erstmal hier oben rein. Erstmal gucken, was hier so los ist. Ob hier nicht was Interessantes für mich gibt. Dackelt der uns jetzt alles hinterher? Er wird mir als böse angezeigt. Na egal. Dackeln wir mal weiter. Sieh einer an. Ja, hier gibt's nix. Vielleicht sollten wir mal deine Gelenke ölen. So. Ah, wir müssen irgendwie wieder da runter. Gucken. Was? Okay, alle. Hopp. Hä? Was war denn das jetzt? Oh, falscher Knopf. Danke. Dankeschön. Der ist hinter sich. Das ist leider alles. Ja.
Sie sind alle weg. Komm raus. Kein Geld für mich. Ich mag doch so Geld haben. Da ist auch welches. Geht doch. Und wieder Silver Eagle. So, schauen wir uns erst. Ach, du hast Geld gefunden, na komm. Ja, damit. Gut. Ja, ja, der geldgeile Panther. Na gut, hier wird wohl nichts mehr großartig sein. Schauen wir uns mal hier um. Wer ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Schacherer? Was ihr heute erlebt habt, Genossen, ist der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rinnen. Also ich... Das geht mir jetzt auf den Senkel. Was haben wir hier noch alles? Da geht's wieder nach draußen. Wir gucken erstmal hier. Na dann. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Swade, ja? Sir! Jim-Frick! Mr. DeWitt, ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Beweise, dass ich lüge. Aha! Na dann, schauen wir mal, was es hier alles Nettes gibt. Als erstes... Plündern wir mal den Automaten. Schadensboost. Für... Präzision. Was ist das hier? Magazinerweiterung, Panzerfaust... Maschinengewehr. Hast du ein bisschen Kohle für mich, mein Hase? Mehr Geld. Ja. Hier, Booker. Danke. Dankeschön. Und noch so einen Automaten hier, den wir ein bisschen beeinflussen können. Ja, heute nichts in der Mülltonne drinne? Nee. Gucken, was es hier noch so alle gibt. Na, da klingelt doch was. Geht doch. Noch so ein Ding. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. So, na dann, wo geht's weiter? Irgendwie hängt meine Grafik. Vorhin ist mir sogar das ganze Spiel abgerotzt. Irgendwie, da musste ich nochmal von vorne anfangen. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Ach, wenn ich den... Columbia! Ernte, was du gesät hast! Stimmt ja. Du
Dankeschön. Stimmt ja, wenn er gegen mich... Das ist ja Blödsinn, dann kann ich den ja nicht... umpopeln. Der hat aber wenig Kohle dabei. Hilf mir mal mit dem Schloss. Echt? Ja. Dieses olle Schloss? Ja, mein Schatz. Bitte. Dankeschön. Wow, 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 wow. Das hat sich ja mal erledigt, ne? Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem... Ausrüstung. Behütetes Leben. Du bist kurzzeitig unverwundbar, wenn du Gesundheit durch Snacks oder Gesundheitskits erlangst. Vergleich. Aktueller Hut. 70% Chance, dass das Nahkampfziel in Brand gesetzt wird. Oder Opfer nimmt 4 Sekunden lang 300 Schaden. Einfach nur nehmen. Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Uns fehlt ein Lockpick, um das zu öffnen. Was haben wir denn hier? Karabiner. Nee. Ich bleib bei meinem Maschinenpistole. Ein Lockpick wäre cool. Railgun, da ist die Kapazität meistens ratzfatz weg. Oh ne, den will ich nicht schon wieder hören. Schrotflinte. Guck doch mal, Hase, ob du irgendwo ein Lockpick findest. Waren wir jetzt hier drüben? Ne, hier waren wir noch nicht drinne. Ein Lockpick. Da ist er. Siehst du? Auf dem Pott ist meistens irgendwie so ein Lockpick. Der ist schon leer. Ich dachte, du gehst nicht mit auf Toilette. Letztes Mal hast du das erzählt. Und jetzt gehst du doch mit. Brenn, mein Guter, brenn! Sie sind alle weg. Komm raus. Komm raus, ja. Jetzt nicht so gut aufheben. Was denn? Oh ja, bitte. Dankeschön. Also. YouTube Money! War ein Scherz. Irgendwo noch? Na, macht Spaß zuzugucken! Krass. Krass, die Alte, oder? Guck mir voll beim Pissen zu. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier rein und machen mal das Ding in den Ruf. Gucken, was da Nettes für uns drin ist. Kannst du dir das mal ansehen? Sieht kinderleicht aus. Na, los. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, 287. Das klingelt in der Kasse. So, dann gehen wir mal weiter. Einmal aufwärts. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht.
Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Das reicht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Aha. Bei dir wird's hier alle so? 67 Munition. Hier ist etwas Geld. Okay, hier. Her damit, meine Kleine. Ich danke dir. Schön, wie du da suchst und aufpasst. Ist denn hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Ich habe keine Salze mehr, Hase. Gib mal Gas jetzt. Hier schon mal geguckt. Ihr habt ja gemeckert, dass ich nicht genau gucke, sondern einfach nur durchrenne. Was? Ja, schon wieder da hoch. Waren wir denn hier schon mal? Gott, das ist alles so groß. Das ist eine. Oh, guck mal da. Motorisierter Patriot. Doch, hier waren wir schon mal. Los. Fertig. Dach daher. Na? Siehst aber nicht so gesund aus. So, na gut. Schalte die Gondel mit Snooki Jockey ein. Ah ja, hier war das. Jetzt habe ich aber keine Salze mehr. Scheiße. So, doch ein bisschen viel Kohle verbraucht, ne? Hase, kannst du mal ein bisschen Salz geben? Der guckt mich nicht so an. Muss ich immer zu diesem scheiß Automaten da. Wo war denn der? Dackelt der die ganze Zeit hinter mir her, ey. Was denn? Diese Schock-Jockey-Türen. Die sollten wir uns vielleicht ansehen. Ja, ja. Aber ich habe kein Salz mehr, meine Kleine. Oh mein Gott. Wo war das jetzt nochmal? Ah, hier. Achso, ich habe nicht. Achso, Entschuldigung. Falsche Knopf. Na dann. Kaufen wir mal Salz. Für die Kasse. Bitte. Ja, komm. Grüßt euch die ganze Kohle dauernd her, sagen wir mal, hä? Wo klaust du die? Warte mal, nee, hier runter. Wie er läuft. Wie er läuft. Wie er denkt. So, jetzt noch die richtige Kraft auswählen. Achtung! Alle, ja. Die Gondel kommt. Ach, hör auf. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Das hört sich böse an. Vorsicht, Raketen! Ja.
Die schießen auf mich. Geht's noch? Warte mal, ich muss mal da hoch. Nee, da hoch komme ich nicht. Hier war doch eben Präzisionsgewehr. Wo war das Präzisionsgewehr? Mein Schild ist kaputt? Kann doch nicht sein. Mit dir los! Wo denn? Ja. So, und... Was war denn hier? Was? Los! Hier! Dankeschön! Elizabeth! Okay! Wow, 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 wow! Mit dem Typen hier. Los! In Ordnung! Warum ist der auf einmal gegen uns? Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Wo denn? Nochmal oder war es das? Oh, ich glaube, unser Schiff ist da. Was? Hä? Kriegst du das auf? Hm. Was heißt hier? Hm. Fertig. Na dann. Alle ab. Ab geht die Luzi. Wir an Bord des Luftschiffes First Lady. Machen wir doch glatt. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Tja, Hase. Bist jetzt enttäuscht? Was? Bist du jetzt sprachlos? Hä?
Das hättest du jetzt wohl nicht gedacht, wa? Tja, so ist das, Mädchen, wenn du dich mit Männern einlässt. Da gibt's Snacks. Da gibt's Geld. Karabiner. Nö. Schauen wir natürlich noch auf diese Seite. Wirst du das? Oh, geht's noch? Sehr. Danke. Nicht viel, aber immerhin etwas, ne? So, was haben wir denn jetzt hier Nettes? Können wir mal ein Maschinengewehr schen? 75%. Was gibt's denn noch? Ne, dann nehmen wir das hier. Jawohl, ja. Was gibt's hier drüben noch? Ach, den Kram. So, Hase. Salze könnte ich brauchen, beziehungsweise, weißt du was? Die kaufen wir jetzt einfach wieder hier. Was, ach nee, Quatsch, das gibt's ja hier gar nicht an dem Automaten. Ich verwechsel die dauernd irgendwie. Na jo. Hier weit. Rein oder raus? Da geht's weiter. Putsch. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Uh-oh. Oh. Oho. Ja. Also ich push das Schild. Schon besser. Das Schild einfach weiter nach oben, weil ich der Meinung bin, das lädt sich von alleine wieder auf und von daher ist es eine gute Geschichte. Das war wieder eine Menge Geld. Konsole benutzen. Na dann. Bereich verlassen. Aber bevor wir den verlassen, sag ich mal wieder auf Wiederschauen. Und ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, ich spiele Bioshock Infinite. Tschüssi!